Wir haben in den vergangenen 2 Jahren, die wir nun auf YouTube aktiv sind, mehr als 600 Videos veröffentlicht. Und tatsächlich wird das immer mehr zu einem Problem, denn jedes Video, was neu hinzukommt, macht es dir schwieriger, gezielt zu einem speziellen Thema, was dich derzeit besonders interessiert, ein passendes Video zu finden. Und das ist vor allem deshalb sehr schade, weil viele unserer Videos zeitlos sind und sie deshalb, auch wenn sie vielleicht schon 1 oder 2 Jahre alt sind, für dich sehr hilfreich und sehr wertvoll sein könnten. Du müsstest sie einfach nur finden. Vielleicht denkst du nun, naja, ich kann ja die YouTube-Suche verwenden. Und das ist prinzipiell auch richtig, aber die Qualität der Suche entspricht häufig nicht dem, was man erwarten oder sich wünschen würde. Kurz gesagt, das Ganze wird immer mehr zu einer Katastrophe. Nun ist Katastrophe ein sehr hartes Wort, aber tatsächlich beschreibt es die Situation durchaus treffend. Wir werden nämlich regelmäßig gefragt, ob wir nicht mal ein Video zu diesem oder jenem Thema machen könnten. Und dabei gibt es zu diesen Themen dann häufig bereits schon ein Video. Und in unserer Antwort auf den Kommentar verweisen wir dann in der Regel natürlich auf das bereits bestehende Video. Aber auch uns fällt das zunehmend schwer, denn auch wir wissen immer weniger, welche Themen wir bereits alle eigentlich schon behandelt haben. Das heißt, die ganze Situation ist für dich ärgerlich und für uns ist sie auch unschön. Und da haben wir uns gefragt, was können wir tun? Wie können wir das Ganze ändern? Was können wir an der Situation verbessern? In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserem Weekly. Wir haben uns dann zunächst gefragt, wie funktioniert eigentlich unser YouTube-Kanal? Die Antwort fällt relativ leicht. Unser Kanal ist sehr untypisch für YouTube, denn unsere Videos sind nicht primär darauf ausgelegt, möglichst rasch viel Aufmerksamkeit zu generieren und sich dann viral zu verbreiten, sondern der Kanal hat nicht zuletzt aufgrund der bereits erwähnten Zeitlosigkeit der Videos eher den Charakter eines Nachschlagewerks. Und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das belegt auch die YouTube-Statistik ganz klar. Nämlich fast 40% der Aufrufe kommen entweder über die YouTube-Suche oder über Google und andere externe Seiten zustande. Doch das ist noch nicht alles. Es gibt noch weitere Aspekte, in denen sich unser Kanal sehr auffällig vom Durchschnitt abhebt. Zum einen werden unsere Videos überdurchschnittlich häufig auf Computern und nicht auf Smartphones, Tablets oder dem Fernseher angeschaut. Und zum anderen verzeichnen wir die meisten Aufrufe nicht am Wochenende oder abends, wie man das vielleicht erwarten würde, sondern unter der Woche und zwar tagsüber. Und nimmt man diese Zahlen nun zusammen, dann lässt sich daraus schließen, dass viele von euch den Kanal während der Arbeitszeit nutzen, und zwar von eurem geschäftlichen Rechner aus. Und es belegt eben auch noch einmal sehr deutlich, wie wichtig die Auffindbarkeit unserer Videos über die Suche ist. Und deshalb ist eine bessere Suche elementar wichtig und essentiell für unseren Kanal. Wir haben uns also gefragt, wie könnte denn eine solche bessere Suche aussehen? Zunächst haben wir diese Frage mal intern diskutiert, wir haben uns anschließend aber auch mit der einen oder dem anderen von euch ausgetauscht. Und das Ergebnis sind 4 Kriterien, an denen sich eine bessere Suche aus unserer Perspektive messen lassen muss. Und diese Kriterien, und zu jedem davon sage ich gleich noch ein bisschen was im Detail, die betreffen den Suchraum, die Auswahl der Ergebnisse, die Relevanz der Ergebnisse und die Zugänglichkeit der Suche. Fangen wir als erstes mit dem Suchraum an. Wenn du dich für ein Thema interessierst und du wissen möchtest, was speziell wir zu diesem Thema bereits an Videos veröffentlicht haben, dann interessiert dich in dem Moment nicht YouTube als Ganzes, sondern du möchtest gezielt in unseren Videos suchen. Und deshalb ist der erste Ansatzpunkt nicht alles zu durchsuchen, sondern lediglich die Videos unseres Kanals. Damit begrenzen wir die Ergebnismenge in dem Moment nämlich schon mal von vornherein auf die Inhalte, die dich in diesem Moment auch tatsächlich interessieren. Das zweite Kriterium ist, möglichst passende Videos zu finden. Es nützt dir ja herzlich wenig, wenn du dich zum Beispiel gezielt über WebAssembly informieren möchtest, wenn du auch Videos zu komplett anderen Themen findest. Im Idealfall findest du ausschließlich die Videos, die sich ganz oder zumindest peripher mit WebAssembly beschäftigen. Damit erhältst du prinzipiell deine Ergebnisliste. Damit diese allerdings auch tatsächlich hilfreich ist, müssen die relevantesten Videos an erster Stelle kommen. Und genau das ist Kriterium Nummer 3. Es geht also nicht nur darum, die passenden Videos zu finden, sondern diese auch noch in einer sinnvollen Reihenfolge anzuzeigen, damit du möglichst zügig ein Video finden kannst, was zu dem von dir gesuchten Thema auch möglichst gut passt. Ja, und das vierte Kriterium ist schließlich die Zugänglichkeit. Viele unserer Videos leben davon, was gesagt wird und weniger davon, was gezeigt wird. Natürlich gibt es da auch die ein oder andere Ausnahme und vor allem auf die Livestreams, in denen wir Code live schreiben, da trifft das natürlich nicht zu. Aber im Großen und Ganzen funktionieren unsere Videos sehr gut auch rein auf der sprachlichen Ebene.
Das heißt, dass man den Videos auch dann noch gut folgen kann, wenn man den visuellen Anteil weglässt. Und für viele von euch mag das gar nicht relevant sein und vielleicht ist dir persönlich dieser Umstand auch noch gar nicht bewusst aufgefallen. Unter euch sind aber auch sehbehinderte und blinde Menschen und von der einen oder dem anderen haben wir genau zu diesem Punkt daher auch schon Feedback erhalten, dass es eben sehr schön sei, dass unsere Videos rein auch auf der Audioebene funktionieren. Und weil wir um diesen Punkt wissen und dem auch Rechnung tragen möchten, muss eine Suche eben auch zugänglich sein, das heißt beispielsweise auch mit einem Screenreader kompatibel sein. Nimmt man das alles zusammen, dann kommt man gedanklich zu einer Suchmaschine, die speziell auf unseren YouTube-Kanal ausgerichtet ist, die relevante und in Bezug auf die Suchanfrage möglichst passende Ergebnisse liefert und die niemanden ausschließt. Und nachdem dieses Bild in unseren Köpfen entstanden war, haben wir uns dann gefragt, wäre es nicht für inzwischen fast 20.000 Menschen, die uns abonniert haben, äußerst praktisch und hilfreich, wenn es eine solche Suchmaschine gäbe? Könnten wir so etwas nicht einfach entwickeln? Leider ist das alles nicht so einfach. Jedes einzelne dieser vier Kriterien birgt nämlich seine ganz eigenen individuellen Probleme. Beispielsweise könnte eine Suche, die sich ausschließlich auf unseren Kanal bezieht, die Anfragen einfach gegen die API von YouTube ausführen. Und technisch ist das auch durchaus machbar, allerdings stößt man über kurz oder lang an die Grenzen dessen, was rein von der Anzahl an täglichen Anfragen an die API überhaupt erlaubt ist. Auch die Auswahl der relevanten Ergebnisse ist nicht so einfach. Immerhin können die in einer Suchanfrage verwendeten Begriffe nicht nur im Titel des Videos enthalten sein, sondern auch in dessen Tags oder dessen Beschreibung. Allerdings gibt es wiederum Begriffe, die übermäßig häufig vorkommen, obwohl sie gar nichts mit dem Inhalt des jeweiligen Videos zu tun haben. Und zwei Beispiele dafür sind die Wörter Web und Cloud, die tatsächlich in jeder einzelnen der über 600 Videobeschreibungen enthalten sind. Und das aus dem einfachen Grund, weil die Videobeschreibung stets eben auch eine kurze Vorstellung von The Native Web als Unternehmen enthält und dabei eben diese beiden Wörter verwendet werden. Das heißt, unabhängig davon, ob man die richtigen Videos überhaupt erstmal findet, ist dann auch noch die viel schwierigere Frage, wie sortiert man die Ergebnisse denn? Also, was ist ein guter Treffer? Welche Videos würde man als erste Ergebnisse anzeigen? Welche Rolle spielen dabei beispielsweise die Anzahl der Aufrufe? Welche Rolle spielen die Anzahl der Likes? Wie wichtig ist die Aktualität eines Videos? Wie gewichtet man diese Faktoren gegenüber der Häufigkeit der Suchbegriffe in Titel und Beschreibung und so weiter? Und fängt man erstmal damit an, sich mit all diesen Fragen auseinanderzusetzen, dann merkt man sehr, sehr rasch, dass das alles eben nicht so einfach ist, wie man sich das zunächst mal vorstellt. Ja, und als ob das nicht schon genug wäre, kommen natürlich auch noch die ganzen technischen Herausforderungen hinzu. Eine Suche ist nur dann hilfreich, wenn sie sehr, sehr schnell Ergebnisse liefert. Sie muss gegebenenfalls mit einer sehr hohen Anzahl von Anfragen gleichzeitig zurechtkommen, also sehr gut skalierbar sein. Sie muss auf dem Desktop funktionieren. Wie gesagt, ein großer Anteil unserer Zugriffe kommt klassisch vom Computer, nicht vom Smartphone oder vom Tablet. Trotzdem wäre natürlich eine App für ein Smartphone oder ein Tablet eine schöne Sache. Denn das würde den Zugriff insbesondere unterwegs oder vielleicht auch zu Hause auf der Couch deutlich erleichtern. Wie schon gesagt, die ganze UI/UX sollte im Hinblick auf Accessibility auch entwickelt werden und. Aber es gibt Lösungen für all diese Probleme. Um die Beschränkungen der Anfragen an die YouTube-API zu umgehen und gleichzeitig auch eine bessere Performance zu ermöglichen, könnte ein Suchdienst die Daten unseres Kanals und unserer Videos zum Beispiel lokal auf dem Server vorhalten und sie dann einfach lokal durchsuchen. Die Gewichtung der Relevanz und das Ausbalancieren von Titel, Beschreibungen, Tags und so weiter, das lässt sich statistisch erarbeiten. Und für die Sortierung der Ergebnisse gilt das Gleiche, auch diese lässt sich statistisch berechnen. Füllwörter und immer wiederkehrende Begriffe lassen sich ausfiltern bzw. an irrelevanten Stellen wie zum Beispiel der Unternehmensbeschreibung ignorieren. Skalierbare Webdienste zu entwerfen und zu entwickeln ist ohnehin unser Tagesgeschäft und eine Suche, die auf dem Desktop, dem Telefon und dem Tablet gleichermaßen funktioniert und die sich auf mobilen Geräten als noch auf den Homescreen installieren lässt, das kann als Progressive Web App, also als PWA und mit responsivem CSS entwickelt werden. Und auch Accessibility lässt sich umsetzen, wenn man sich mit dem Thema mal näher befasst und dann vielleicht auch Menschen um Rat und Feedback bittet, die persönliche Erfahrung mit Screenreadern und Co. haben. Das heißt, all die genannten Probleme wären lösbar und damit käme man zu einer Suche, die eben speziell auf unseren Kanal ausgerichtet ist, die relevante und in Bezug auf die Suchanfrage möglichst passende Ergebnisse liefert und die niemanden ausschließt. Wäre das nicht schön?
Und diese Suche, bei der du jetzt vielleicht gedanklich schon sagst, ja, das wäre tatsächlich schön, das wäre praktisch, das wäre hilfreich, es hört sich nach einer guten Idee an, die haben wir in den vergangenen Monaten entwickelt. Ab heute kannst du gezielt unseren Kanal durchsuchen. Du kannst ab sofort herausfinden, was wir zu dem Thema, was dich gerade interessiert, bereits an Videos veröffentlicht haben. Und das Ganze viel einfacher und direkter als bisher. Du kannst die Suche als Webseite über deinen Browser aufrufen und du kannst sie zusätzlich als PWA auf deinem Smartphone oder deinem Tablet installieren. Sie lässt sich rein mit der Tastatur bedienen, sie lässt sich selbstverständlich aber auch mit der Maus oder per Touch bedienen. Und du findest sie unter app.thenativeweb.io. Und den Link, den findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und ich bin sehr gespannt, wie dir unsere erste App gefällt. Schreib dein Feedback und deine Fragen dazu gerne auch unten in die Kommentare. Und übrigens, falls du selbst Content Creator auf YouTube bist und Interesse an dieser App auch für deinen Kanal hast, dann melde dich gerne per E-Mail bei uns unter hello@thenativeweb.io. Und auch die E-Mail-Adresse findest du dann natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, und damit nun viel Spaß beim Stöbern in unseren Videos und teile den Link zu unserer App gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie dir oder eben deinen Kolleginnen und Kollegen das Leben ein bisschen leichter machen kann. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.